HGN. Drei Buchstaben, die in Duderstadt über allem thronen. Es sind die Initialen von Hans-Georg Neder. Seine Handschrift ist deutlich in der Stadt zu erkennen. Hier in seiner eigenen Kunsthalle oder hier beim Tabaluga-Haus, einem Schutzraum für Kinder. Alles finanziert aus Neders Privatmitteln. Und nun also gleich ein ganzes Viertel. Stadtentwicklung made by Hans-Georg Neder. Mit Futuring Duderstadt will er seine Heimatstadt, aber auch sein Unternehmen zukunftsfähig machen. Je attraktiver Duderstadt ist, desto einfacher fällt es uns auch, Menschen, Facharbeiter zu finden, die gerne hier leben und arbeiten, aber auch Ingenieure, die vielleicht aus Göttingen oder Hannover einpendeln, zu überzeugen, dass das Leben im Eisfeld eben auch lebenswert ist. Bisher sind es nur erste Entwürfe, doch schon die zeigen, Neder denkt im großen Stil. 46 Hektar, das ist ungefähr die Fläche des Vatikanstaats, will er im südlichen Duderstadt umkrempeln. Zuerst soll das alte Schützenhaus abgerissen werden. Stippvisite mit seinen Architekten. Hier soll eine moderne Bierbrauerei entstehen, nach New Yorker Vorbild. Das Konzept wird ja ungefähr so sein, dass eben in dem hinteren Teil die Produktion stattfinden wird und im vorderen Teil zum Gelände nach außen hin öffnend ein Schankraum entstehen wird, der nach außen hin sich öffnet, in einen Biergarten übergeht. Hochzeiten, Geburtstagsfeten, Schützenstammtische, all das soll an diesem Ort dann wieder möglich sein. Auch das Freigelände wird nicht mehr wiederzuerkennen sein. Also hier in diesem Bereich wird eine Wasserfläche entstehen, Richtung Gerblingerode, Richtung Grenze. Ich kann ein Bötchen fahren, ich kann aber auch nachher fußläufig in das Gesamtgelände reingehen. Wir haben ja hier den Schützenplatz, hier finden Frühlingsfeste statt, Schützenfeste statt, hier können Rockkonzerte stattfinden. Alles Anregungen, die Neder von seinen Reisen mitgebracht hat. Ein Hauch von Weltstadtflair in der Provinz Duderstadt. So stellt sich das der Unternehmer vor. Auch die Eichsfeldhalle soll weichen. Stattdessen soll hier ein neues Konzerthaus gebaut werden, mit rund 5000 Plätzen, betrieben von Neder selbst. Und dann ist da ja noch das benachbarte Gelände der ehemaligen Ziegelei. Demnächst wohl Duderstadts modernstes Wohnviertel. Auch die alten Produktionshallen bekommen dann einen neuen Anstrich. Das kann man sich ja schon als Bühne vorstellen, ob da Musik stattfindet oder Catering stattfindet. Und dann Richtung die andere Seite, wo wirklich Platz ist für 500, 600 Leute. Die können ja hier locker drin richtige Partys feiern. Ja. Wenn das Ding in Berlin wäre, würden alle danach freuen. Ja. Auch die Stadtväter von Duderstadt unterstützen die Pläne des Schützenfan Neder. Sie hoffen auch dieses Mal wieder auf einen Volltreffer ihres Ehrenbürgers. Es gibt fantastische Ideen und wir werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir diese Gedanken nicht mit auf den Weg bringen würden. Abhängigkeit sehe ich nicht, fantastisches Miteinander und das wird gelebt. Und was sagen die Duderstädter? Also es ist das Beste, was es gibt hier für Duderstadt und Umgebung. Weil sonst gibt es ja hier nicht groß was, wo man halt auch hingehen kann. Das sieht jeder hier sehr willkommen und ganz gern. Er hat viel für die Stadt schon getan. Und es gibt viele Arbeitsplätze hier, es ist eine hohe Wirtschaftskraft in Duderstadt. Es gibt ja auch noch gewisse Leute, die da ein Mitspracherecht haben. Ich denke, er wird das auch nicht alleine entscheiden. Freuen Sie alle drüber, oder gibt es da andere Stimmen? Nein, irgendwie nicht. Duderstadt verträgt anscheinend sehr viel Hans-Georg Neder. Und der sieht sich daher in der Verantwortung, etwas zurückzugeben. Ein bisschen Egoismus ist dabei, ein bisschen Verrücktheit und vielleicht eben auch so etwas Weitblick. Mit dem 50-Millionen-Euro-Projekt wird sich das Stadtbild von Duderstadt künftig wohl verändern. Schon in 4 Jahren soll das neue Viertel zum Großteil stehen, pünktlich zu Neders 60. Geburtstag.